Hi, ich bin's, Alex. Und heute habe ich was für Sie, damit kommen Sie auch durch den härtesten Winter. Wetterfest und warm, so sollte eine Jacke sein. Zudem nicht zu dick gefüttert und sie sollte mich in meiner Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Und genau das müssen sich die Jungs von Bosch auch gedacht haben, als sie diese Jacke hier entwickelt haben. Denn die Softshell Heat Jacket von Bosch tut genau das. Plus ihr USB-Gerät zu laden. Und alle ihre Unterlagen trocken und sicher zu verstauen. Doch wie macht sie das? Die windfeste und wasserabweisende Softshelljacke ist mit einem ausreichend dicken Polyesterfutter isoliert und mit Heizelementen im Brust- und Rückenbereich ausgestattet. Diese sind so in das Futter eingenäht, dass sie beim Tragen nicht spüren. Übrigens auch genau das Richtige gegen einen schmerzenden Rücken. Die Heizelemente werden über einen Akku mit Energie versorgt. In den dazugehörigen Akkuadapter passt jeder 10,8 Volt Akku der blauen Bosch Serie. Stecker rein und los geht's. Sie können den Akkuadapter in die dazugehörige Tasche packen oder einfach an Ihren Gürtel klicken. Der Akkuadapter bietet zusätzlich die Möglichkeit, an dem USB-Port jedes beliebige USB-Gerät zu laden. Für die Heizstärke gibt es drei verschiedene Stufen. Hierfür drücken Sie einfach auf den Knopf in Brusthöhe. Lange drücken und der Knopf scheint rot. Rot gleich höchste Heizstufe, grün mittlere Heizstufe, blau niedrige Heizstufe. Wieder lange drücken und die Jacke hört auf zu heizen. Die Heizstäbe erwärmen sich innerhalb von 3 Minuten und es breitet sich eine wohlige Wärme in der kompletten Jacke aus. Die drei verschiedenen Stufen sind so gut angepasst, dass jeder die für sich passende Heizintensität findet. Ein 2,0 Amperestunden starker Akku sorgt dabei für bis zu 6 Stunden Heizleistung. Doch nicht nur heizen kann die Jacke gut, nein, auch alle ihre Unterlagen wetterfest verstauen. Dafür bietet sie in 5 Taschen optimalen Stauraum. Auf der rechten Seite haben wir die große Dokumenten- oder Tablet-Tasche. Auf der linken Innenseite die Tasche für den Akku oder die zu ladenden USB-Geräte mit Kabelausführungsgang. Außen haben wir die zwei normalen Jackentaschen. Auf der linken Seite ebenfalls wieder mit Kabelausführungsgang sowie die obere Brusttasche für kleine Geräte ebenfalls wieder mit Kabelausführungsgang für Kopfhörer oder ähnliches. Das Softshellgewebe ist dreilagig, wasserabweisend, reißfest und atmungsaktiv. Die aufgesetzten Leuchtstreifen sorgen für die nötige Sicht im Dunkeln oder bei diesigem Wetter. Da freut sich der Arbeitsschutz. Ich selber benutze die Heatjacket im privaten Bereich. Ich mag es nicht mehr, einen Pullover unterzuziehen. Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt und das viele An- und Ausziehen nervt mich. Und selbst wenn es richtig kalt wird, reicht es mir, unter die Jacke einfache Funktionsunterwäsche zu ziehen. Es gibt die Heatjacket im Paket, zum Beispiel gleich mit Akku und Ladegerät und sogar komplett mit Akkuschrauber GSR 10,8. Und wie von Bosch gewohnt, ein durchdachtes Produkt, das im wahrsten Sinne des Wortes wärmstens zu empfehlen ist.